Nicht schlecht, aber deine Verfassung ist alles andere als gut. Du kannst hier trainieren, aber nicht umsonst. Aber weil du mich kennst, bekommst du einen Rabatt. Training, Training, Training. Arbeit, Arbeit. Du musst Level 5 in einem deiner Werte erreichen. Ein Kinderspiel. Natürlich. Tipp. Du kannst dich auf einen Ligakampf, für einen Ligakampf anmelden. Das siehst du am gelben Ausrufezeichen auf dem Liga-Button. Das ist der Liga-Button. Okay. Da ist das Gym. Da kann ich trainieren. Soll ich trainieren? Ich habe fast keinen. Naja. Wie teuer ist denn das? 10. Dann will ich nicht trainieren. Nein, danke. Arbeiten. Geld verdienen. Ja, erstmal immer gut. Damit wir uns hier ein bisschen was zu essen kaufen können. Oh, das trainiert anscheinend auch unsere Werte. Was haben wir denn eigentlich hier oben? Nix. Anstehende Kämpfe. Ach, der Tag ist rum. Tag 1 ist vorbei. Okay, wir haben 9 von allem verloren und ein bisschen was gewonnen. Immerhin. Stärke, Geschick und Ausdauer. Gut, haben wir das jetzt schon fertig? Ah, jetzt haben wir es fertig. Machen wir weiter. Immerhin schon mal 65 Moneten in der Tasche. Du kannst nicht mehr arbeiten, weil du zu müde oder hungrig bist. Ja, in unserem Fall dann wohl hungrig. Und nochmal in den Supermarkt, holen wir uns nochmal ein bisschen was für den Kühlschrank. Apu, mein Freund. Gib mir ein bisschen Fleisch. Fleisch. Mehr Fleisch. Oh, verdammt, ich hätte das jetzt nicht kaufen sollen. Jetzt können wir nicht mehr ins Gym zum Trainieren. Naja, erstmal nach Hause. So, und direkt wird das T-Shirt ausgezogen. Ach, schön frei machen, die Muskeln spielen lassen. Und das Pussykätzchen. Pussycat. Wie ich taufe sie Pussycat. Streicheln. Na, du bist so süß, so brav. Du liegst halt einfach nur in deiner Ecke. Oder sitzt. So, Essen. Unser Pflänzchen können wir auch nochmal gießen. Zack. Ah, einmal geht noch. So. Werden wir uns mal hinlegen. Und dann auch wieder direkt zur Arbeit gehen. Ich meine davon aus. Wir brauchen Geld, damit wir trainieren können. Geht halt doch nichts ohne Geld, ne? Okay. So. Ach, schon was verloren. Okay. Ach, Tag war vorbei. Ah. Gut, dann schuften wir mal, bis uns die Seele rauskommt. Dann gehen wir was einkaufen. Und dann gehen wir. Oh, wir haben schlechte Laune. Dann gehen wir trainieren. Komm, den schaffen wir auch noch, den Fubi. Oder? Ja, sehr gut. Stopp. Raus. Supermarkt. Fahren wir mal mit dem Bus. Sparen wir uns mal ein bisschen Zeit. Duck ist ja nicht lang genug. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier genug. 10 Dollar hat das gekostet gehabt. Oh, dein Kühlschrank ist voll. Mit diesem Essen kannst du nicht mehr. Noch mehr lagern. Okay, dann nehmen wir noch ein bisschen Pizza. Decken wir uns erstmal mit Essen ein. So, okay. Noch 14 in der Tasche. Anmelden. Letzter Tag. Ja, komm, melden wir uns mal an. Nächster Tag in zwei. Nächster Kampf in 2 Tagen. Okay. Okay. Gut. Laufen wir zurück und gehen wir was futtern. Legen uns schlafen, damit wir Energie haben. Deine Stimmung ist im Keller. Sie beeinflusst die Effizienz deines Trainings. Okay, das heißt, bevor wir trainieren, müssen wir unsere Stimmung hochkriegen. Ein bisschen Fernsehen gucken hier, schönes VHS, natürlich. Och, wie unser Hunger runtergeht, ey. Krass. Gut, dann
Kann ich mich Fernsehen gucken, auch wenn ich Hunger habe? Schon wieder Tag vorbei. Natürlich macht das auch Hunger. Ja, natürlich anstrengend, so Fernsehen gucken, da verbrennt man schon viele Kalorien. Auf Steak in den Kiemen gehauen und wieder hingelegt. Jetzt. Stimmung 40%. Ja, machen wir mal auf 50 oder so. 53, okay. Gut, dann ab in das Gym. Gib mir ein Mixbüro zu Fuß. Eine Stündchen. Lasst mich rein. Hallo? Ja, Eintritt bezahlen. Auf geht's. So, was haben wir denn hier Schönes alles? Okay. Der Typ hier macht nichts. Hier können wir noch ein bisschen Punching Ball. Mal gehen wir mal zu den Typen da unten. Mal gucken, was bei denen los ist. Pumping Iron! Cool! Yeah! Und direkt wird das T-Shirt ausgezogen. Wie geht's? Bin ich gerade sehr gesprächig, die Dame? Wie geht's? Okay, wenn ich... wenn ich die Frau wäre, und da kommt ein Typ an. Oberkörper frei. Stellt sich neben mir hin. Ich laufe gerade. Und fragt, wie geht's? Würde ich auch, glaube ich, nicht reagieren. So. Fangen wir mit ein großer Traktorreifen, immer gut. Hämmerchen. Okay, das macht Stärke und Ausdauer und Geschick. Ja, so gut. Egal. Wir gucken jetzt erstmal uns hier die Geräte an, kurz. Das macht nur Geschick. Aber anscheinend nicht so viel. Oh, was ist hier noch? Snackautomat, hier kannst du Snacks kaufen. Energy Drink $14, Schokoriegel nicht unbedingt der beste Snack. Macht ja gar nichts. $11, Proteinriegel, versorgt dich mit Protein und schmeckt. $15 für 10 Hunger, also für 10 mal Essen, nicht 10 Hunger. Ah, hier ist ja auch noch was. Also ist nicht gerade viel. Okay, das macht hier hinten nur Stärke und Ausdauer. Gehen wir davon aus, dass ihr macht denn nur Ausdauer. Kriegen wir denn Geschick? Also wo trainieren wir denn Geschick? Vielleicht hier? Punching Ball? Gehen wir mal gucken. Ach, Punching Ball war halt mal wieder den da. Und dann zack. Wohl Stärke, Geschick und auch Ausdauer. Wie das Ding hier unten. Okay, Ausdauer haben wir gut gemacht. Okay. Was ist hier? Hier findest du Informationen über deine Liga, deine Gegner und deinen nächsten Kampf. Okay. Das macht also halt nur Geschick. Dann wird das hier bestimmt Stärke machen, vielleicht Ausdauer. Nix, nur Stärke, okay. Achso, jetzt kann ich das ja nicht mehr ausprobieren, verdammt. Nee. Und der Kerl hier, der macht nichts. Liegen, Anfängerliga, Liga-Tabelle, der ist hier gerade 12, nächster Kampf heute. Okay, kann ich direkt annehmen, mal gucken, was haben wir hier. Tyler Dirt. Song Mo, ist das mein Gegner? 1-1-1-1-1. Ey, wir haben eine Chance. Er kann Schlag und blocken. Okay. Gehen wir erstmal nach Hause. Dein Zuhause. Mein Zuhause. Und hauen wir uns erstmal was in die Kiemen. Sonst folgen wir noch beim Essen. Beim Kämpfen. Würde ich sagen. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Entschuldigung. Da können wir doch hier noch ein paar Liegestütze machen. Finde ich cool. Ich will auch den A-Team-Bus in meiner Garage und in der Garage. Ja. So, machen wir den auch noch auf 2. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Hahaha, Petterei, musste der jetzt sein? Ja, musste er. Oh, warum sind die Bällchen jetzt nur halb? Was passiert, wenn die Bällchen ganz leer sind?
Was passiert dann? Dann hat er keinen Bock mehr. Okay. Was haben wir denn in unserer Garage noch? Oh, hier sind noch Kartons. Wollen wir die auspacken? Ja, so packe ich Kartons auch immer grundsätzlich aus. Oder guck, was drin ist. Klar. Okay. So, das war's. Dann gehen wir jetzt ja eigentlich auch nichts mehr machen. Aber wir können noch was essen. Mann, sind wir hungrig, ey. Hallo, Jedewitzka. Oh, was ist denn hier noch? Ah, können wir nichts machen. Pussycat. Pussy, 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 pussy. Okay. Kämpfen. Kämpfen wir mal. Blocken wieder raus, haben wir gesagt. Und dafür ausweichen wieder rein. Ja. Das heißt, wir haben dieselben Talente, nur dass ich jeweils eins stärker bin. 92, 71. Hey, wir haben mehr Lebenspunkte bekommen. Na gut. Vielleicht haben wir sogar eine Chance. Boah, schön. Direkt mal 4er-Kombo eingestiegen. Ersten Schlag ausgewichen. Jawohl. Geht gut los. 3er-Kombo hinterher gesammelt. Nochmal 4er, 5er, 7er. Sauber. Das läuft, würde ich sagen, ja. Das ist hier Energie. Wird bei Treffern verbraucht. Härtere Schläger brauchen mehr Energie. Okay. Das hier wird dann eine Energie sein, die er so abzählt. Vorschlag. Okay, beim Ausweichen kriegen wir, also kostet halt auch Energie. Was passiert, wenn wir null Energie haben? Musik ist cool. Ich hab sie relativ leise gemacht. Weil sie sehr laut war. 16 noch. Auf geht's, dann jetzt mal einen schönen Kombo. Ah, schön ausgewichen, jawohl. Tyler. Jawohl. Schöne Serie hinterher noch gelegt. Kurz vor Ende der zweiten Runde. Aber jetzt haben wir natürlich gefressen. Aber 1 und 2er Kombo war alles gut. Wir haben noch genug Leben. Er hat nur noch 4. Jawohl, das sieht gut aus. Na komm, mach's nicht so spannend jetzt. Hauen um. Yeah. Bitch. So. Das sieht natürlich jetzt schon mal wesentlich besser aus. Du gewinnst. Belohnung. 60 Zufriedenheit. Was ist das? 3 gelbe Kreise, Punkte, was auch immer. Minus 10 Leben. Gesundheit. Okay. Ah, hier. Talentpunkte. Hol dir mit Talentpunkte neue Bewegungen und Vorteile. Okay. Gibt es für Essen, neue Ausrüstung und so weiter aus. Und Ligapunkte-Veränderungen haben auch noch 37. Sehr schön. Jetzt kommt wieder die coole Klammer rein. Du hast genug Talentpunkte, um ein neues Talent oder einen neuen Vorteil freizuschalten. Das siehst du am gelben Ausrufzeichen auf dem Technologiebaum-Button. Okay. Alter Falter, was ist denn krass, was haben wir hier? Weg des Tigers. Schaltet auch frei Weg des Tigers, Weg der Schildkröte, Weg des Bären. Und hier haben wir Weg des Bären. Slugger. Taktik, die auf roher Kraft basiert. Hoher Schaden und Energieverbrauch. Mäßige Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel zu treffen. Schläge sind wirksamer. Wie der Blitz. Das ist der Weg des Tigers. Tigers? Auf Geschick basierende Taktiken. Taktik. Hohe Wahrscheinlichkeit auszuweichen und zu treffen. Viele Gegenangriffe, moderate Schaden. Alle deine Talente haben höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Okay. Schild aus Fleisch. Taktik mit Schwerpunkt auf Ausdauer. Blocken, schwere Schläge, wahnsinniger Energieverbrauch und Regeneration. Okay. Das ist, ich hoffe, das wird noch irgendwie ein bisschen erklärt. Kobra-Schlag. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug, Auswahl.
So, jetzt sollten wir uns erstmal ein Talent kaufen, aber haben wir gesagt. Dauerbrenner. Alle positiven Effekte erhalten länger an. Negative Effekte an deinem Gegner dauern ebenfalls länger. Das sieht ein bisschen aus wie die TARDIS von Dr. Who. So, okay, wir haben 3 Punkte. Wir haben... Das ist unsere Standard-Taktik. Achso, dann sind das hier diese Taktiken anscheinend. Okay, gut. Dann können wir ein Tritt ist stark, aber braucht mehr Energie. Trefferchance abhängig von deinem Geschick. Geschick ist so wie alles andere. Du siehst jetzt mehr Details von Kampftalenten. Wie merkwürdig. Ja. Also, keine Ahnung. So. Weil zwangsläufig müssen wir ja irgendwann hier hinkommen. Fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Okay. Ach, wir haben noch was. Ach, wir können auch hier noch. Okay. Hoher Tritt. Ui, was ist das denn? Stärker als normaler Tritt, aber hoher Energieverbrauch. Anforderungen gibt es auch. Okay, die erfüllen wir. Jetzt haben wir da das Schwert. Könnte sowas wie Schaden sein. 4 plus 0,7 Stärke. Ja, macht 5 Schaden. Zielgenauigkeit 15 plus 4 mal im Auge macht 55. 40 macht 55. Und die Minusenergie 1 plus 1,2 Stärke ist gleich 3. Das heißt, je stärker wir sind, desto mehr Schaden machen wir, verbrauchen aber auch mehr Energie. Okay. Klingt schon mal nicht so gut. Was haben wir denn noch? Rohrschlag. Hat soweit dasselbe. Ein schwächender Treffer, der ziemlich Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Das klingt gut. Was stand hier noch? Stärker als ein einfacher Schlag, verbraucht aber auch mehr Energie. Und den Kinnhaken können wir noch nicht, weil der Stark benötigt nicht viel Geschick. Weil wir nicht 3-mal stärker haben. Okay. Das hier fand ich irgendwie gut. So, naja, guck mal. 5 und 3 Ausdauer. 5 und 4 Ausdauer. 4 Schaden und 2 Ausdauer. Plus den Bonus. Dann nehmen wir doch den tiefen Tritt. Jo, nehmen wir den tiefen Tritt. Und, tiefes Talent. Gib dir ein zusätzliches Talent, das du im Kampf verwenden kannst. Okay. Erhöht die Chance, eine Angriffsphase zu überspringen und Energie zu regenerieren. Was haben wir hier? Dein Geschick sinkt nicht unter 4. Deine Ausdauer sinkt nicht unter 4. Okay. Deine Kraft sinkt nicht unter 4. Okay, also das heißt, wir müssen uns zwangsläufig doch jetzt schon früher oder später Gedanken machen. Also jetzt. Also beim nächsten Mal. Wann wir... uns so spezialisieren. Und irgendwie hätte ich Bock auf Schildkröte, schwere Schläge und Blocken. Prankenhieb passt zu uns. Also eigentlich nicht, aber also eigentlich müssten wir irgendwie sowas wie geschickt machen. Mag ich auch nicht. Ich glaube, wir nehmen Schildkröte. Also hier, Ausdauer. Ja. Weg des... der Schildkröte. Das heißt, wir müssen hier lang. Dauerläufer. Hoher Schlag müssen wir hin. Natürlich haben wir eben den tiefen Tritt gelernt. Das ist natürlich schon mal Fail. Okay. Hier sehen wir dann auch, wo die überall hinführen. Das heißt, nächstes Mal nehmen wir hohen Schlag. Damit wir zum Dauerläufer können und unsere Ausdauer nicht mehr unter 4 sinkt. Okay. Und hier? Ach, können wir uns direkt wieder anmelden. Jetzt haben wir den nächsten Gegner. Hexor Lamacho. 212. Genauigkeit. Ach, das Auge ist Genauigkeit. Zeigt, wie genau deine Schläge sind. Abhängig von deinem Geschick im Vergleich zu Stärke und Ausdauer. Das heißt, mit mehr Geschick
kann ich dementsprechend natürlich auch mehr treffen, ist klar. Energie, so schnell regenerierst du deine Energie während des Kampfes, abhängig von deiner Ausdauer. Okay, ja, das ist auch klar. So viel Schaden kannst du absorbieren, abhängig von deiner Ausdauer. Aha. Guck, da haben wir doch schon zwei Vorteile für Ausdauer. Das ist doch schon gut. Und der kann schon einiges machen. Der kann ja schlagen. Gut, das können wir auch treten. Das können wir nicht ausweichen. Das können wir auch blocken. Genau. Also theoretisch haben wir eigentlich... Oh, was haben wir hier denn? Wettkämpfe. Die Kampfergebnisse. 37-0. Was auch immer das ist. Wer hat hier gekämpft? Hexer und Bill. Hexer und Bill Spark, Bob Dredson. Natürlich mit Dreadlocks. 1, 2, 3. Geht ja auch noch. 3, 2, 2. Das wird schon ein bisschen härter. Lenny Moskowitz. Oh, ganz böse. Roy Jackson. Dragon Ray. Gordon. Schon alte Leute hier. Kick Sloan. Salvador Punches. Einen schönen Bob hat er auf dem Kopf. Mr. Kekus. Kekus. Kekus? Keine Ahnung. Was ist das denn hier? Unendliche Energie. Hast du weniger als 20% Energie, kosten alle deine Teile 70% weniger Energie. Okay, 5, 6, 8. Alter Schalter. Wir halten uns so lange gerade hier auf. Wir müssen mal weiter.